So, hier sind wir wieder bei PlaySample und weiter geht's mit unserem London Tower Bridge. So, ich habe ja natürlich wieder ein bisschen was gebastelt und jetzt müssen wir auch ein bisschen basteln, ne? So, als erstes, was wir hier sehen, ihr seht ja, ist ein bisschen verändert worden. Ihr hattet das vorher hier so in dieser Richtung, richtigen diesen Style. Das ändern wir. Hier habe ich diesen Style nicht. Also, wie jetzt hier gebaut. So sah das aus, ne? So, zack, 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 zack. Eben schnell dahin bauen. Sonst komme ich jetzt selber durcheinander. Okay, so sah das aus, ne? So, dann müssen wir einfach nur einmal hier Quarztreppe nehmen. Und dann müsst ihr einfach hier Quarztreppe reinmachen. Quarztreppe oben drauf machen. Und dann haben wir schon eine andere Version. So, dann nehmen wir einmal hier die Steinstufe. Und machen diesen einen Block weg. Und ersetzen ihn durch den doppelten Steinstufe, durch eine doppelte Steinstufe. So, zack, zack, zack. Und dann sieht das so aus. Super. Dann nehmen wir jetzt einmal hier die Mitte von diesen Rundbogen. Das wäre mal hier. Dann gehen wir nach oben. Hier ist die Mitte. Ein freilassen, Stein dahin, freilassen, ein Stein dahin und dann sieben Steine nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann natürlich hier hinter auch voll machen. So, dass es so aussieht. Also sieben Steine, von da aus, zack, nach oben und dann einmal so rum. Dann kommt er wieder weg. Dann machen wir hier einen hin, dort einen hin, dann nehmen wir eine Stufe, die kommt dorthin und dahin. Dann nehmen wir zwei Steine, eins, zwei, im dritten, gehen wir einen runter, machen drei raus, dass so an der Kante bleibt und dann nochmal zwei Stück raus, dass insgesamt drei mal 3, dann machen wir die 3 hin, dort die 3 hin, dann eine Stufe, dorthin, dahin und dann haben wir ein kleines Fenster. Auf der anderen Seite das gleiche auch, das habe ich hier schon fertig und dann geht es sofort weiter. Wir nehmen jetzt wieder die Steinstufe und dann machen wir hier als erstes ein Loch. Zack und Steinstufe hin. Dann hier oben die Steinstufe, dann wieder rausschlagen, Steinstufe hier drauf. Reinschlagen, da drauf und den lassen wir so. Das gleiche auch, den lassen wir, Steinstufe, rein, oben, drin. Zack, so sieht das aus. Dann nehmen wir einen ganzen Block, den machen wir jetzt hier hin. Ja, genau, dahin und dorthin. So sieht das dann aus. Dann nehmen wir einmal die Stufe und jetzt machen wir die Stufe einmal in die Richtung jeweils. Dann von der gegengesetzten Richtung, so rum, zack und zack, dann sieht das so aus. Dann von oben drauf, patsch, in die Richtung, patsch, dann haben wir so ein Ding. Dann machen wir hier einen dahin, dann ist er umgekehrt drinne. Dann machen wir einen halben da oben, eine Stufe, zack und dann haben wir es fertig. So, dann müssen wir einfach hier das zumachen. Pick, 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 so, dazu, dort zu. Dann nehmen wir eine Quarz gemeißelte Stufe. Die kommt hier hin und dorthin, so dass man die sieht. Dann gehen wir so wieder nach hin. Dann machen wir hinter nochmal weiß und dann nochmal weiß, so dass das so aussieht. Dann nehmen wir ein grün, eine grüne Prisma. Die kommt dahinter hin und dorthinter hin. So, das war's erstmal. Das ist erstmal für Dach. So, dann das. So, dann kommt das nächste. Jetzt nehmen wir einmal gemeißelte Steinstufe. Die kommt jetzt hier 3x3. Nochmal 3 dorthin. Dann nehmen wir gemeißelte wieder, also eine gemeißelte, eine Steinstufe. Die kommt jetzt dorthin. Hier 2 Stück. Dort 2 Stück. So, jetzt müssten wir, ach ja, hier die Dings haben. Wer ist das? Gegenstandsrahmen. Dort einen hin, da einen hin. Da, dort und da. So, dass das Dreier ist. Dann nehmen wir das ein Foto, ein Bild, ein Bilderrahmen. Da einmal, zack, bumm. Und dann müssen wir hier einen Stein hinmachen, damit wir auch hier dieses längliche Foto bekommen. Mit diesen Typen da drin. Ach, komm jetzt nicht so rum. Zack, so. Genau der. Aber der muss ein bisschen tiefer. So, ne, da müsste ich das auch ein bisschen tiefer machen. So, den Klotz dahin und dann da. Genau, den wollen wir haben. So, dann habe ich diesen Lodenstaub gehabt
Und dann habe ich noch für mein Wappen ein Schwert gehabt. Ein Schwert. So, dort. Zack, und das ballern wir jetzt da rein. Hier ein Schwert. In die Richtung, Schwert in die Richtung. Und dann habe ich dreimal Lodenstaub drin und dann ist das mein Wappen. Fertig. So, wenn wir das gebaut haben, dann können wir jetzt komplett einmal hier... Moment. So, dann geht's jetzt weiter. Jetzt können wir... wir machen erstmal noch einen weißen drumherum. Das heißt jetzt hier einen weißen. Ein weißer kommt noch hier drauf. Da kommt nämlich die Bordüre hin, aber wir müssen die Bordüre ein bisschen breiter machen. Das heißt jetzt, wir machen jetzt überall einen Streifen da oben drauf. Ne? So. Auf der Seite muss ich ja noch bauen, aber ich mache das jetzt überall, dass ich das gleich nicht mehr machen muss. Also noch eine Stufe nach oben. Dann haben wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Klötze weiß, die wir nach oben müssen. 6 Stück. So, bis dahin und fertig. Dann haben wir das. Ah, hier auch noch. Bis dahin und dann ist das einheitlich. So muss das aussehen. Achso, jetzt habe ich noch was vergessen. Nochmal die Stufe nehmen. Stufe habe ich hier. Und dann müssen wir hier nochmal die Stufe in die Richtung machen. Weil da haben wir ja den ganzen und dann in die Richtung nochmal. Patsch. Aber natürlich so rum, dass es passt. So, dann sieht das so aus. Yay! Okay, dann geht es sofort weiter. Jetzt müssen wir die Quatschstufe ist das oder Steinstufen Bordüre bauen wir jetzt. Das heißt jetzt, hier sind wir unten. Das heißt, die Bordüre wird hier erst reingeschlagen. Bis hier, also da ist sie reingeschlagen und dann ab da aus wird sie nach außen gebaut. Zack. Hier auch. Fertig. Und dann komplett nach außen. Dang, 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 dang. So rum, so rum, so rum. Immer in der Ecke da. So. Wie hier. Da haben wir es ja reingebaut. Und dann den lassen wir sichtbar. Und dann machen wir erst hier die Bordüre außen hin. Sodass die Ecke so aussieht. Dann einmal hier die Bordüre hin. Zack, genau am Rand, da wo das Weiße ist, da fängt die Bordüre an nach außen. Hier auch noch, dann berühren die sich gleich. Zack, zack, zack und zack. So. Und der muss weg und der muss da rein. So. Und dann auf der anderen Seite müssen wir das ja auch bauen mit den, mit unserem, wie soll ich das nennen? Mit unserem weißen, ja, halt, ne? So, dann machen wir hier zwei Stück hin. Drei Stück. So, dann hier auch drei Stück. Tick, tick, tick. Drei sieht man und drei drinnen. So, zack, zack, zack. So. Und dann machen wir dann einfach hier den weg, den dahin. Und dann sieht das so aus. So muss das dann aussehen an jede Ecke. Das machen wir hier auch nochmal. Das heißt einfach hier verlängern. 1, 2, 3. Oder wir können auch hier bis zu der Ecke alles in weiß machen. So. So. Und dann freilassen. Den dahin. So. Und dann können wir nochmal hier die Stufe dahin und dann bleibt das so. So sieht das dann jede Ecke aus. Und jetzt geht es sofort weiter, indem wir jetzt hier oben die weitere bauen. So. Und dann machen wir das gleiche hier, den sieht man. Und dann wird die Bordüre hier drauf gebaut. So bündig. So. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. So. Dann hier entlang, dort entlang. So entlang. Die muss man ja sehen. So, dann wird hier die Bordüre reingemacht. Ach komm, jetzt habe ich jetzt mich wieder verbaut hier, ey. So. Zack, 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 zack. So. Und dann das hier machen wir ja mit Stufe, habe ich ja gerade gezeigt. Das ist ja mit Ruckzuck gemacht. So, so. So. Jetzt. Ach, hier müssen wir noch die Bordüre machen. Außen hin. Weil es muss außen, weil wir jetzt noch da ein paar Kreuze reinmachen. Das heißt jetzt,
nehmen wir einmal Bruchsteinmauer. Die machen wir jetzt als Kreuz hier hin. Das heißt jetzt, das ist außen. Dann hier außen machen wir dann 1, 2, 3, hoch, runter, fertig. Das ist genau die Mitte ist. Das ist 1, 2, 3, links, nee, rechts, links. Kommen wir jetzt hier einmal das wieder zumachen. Natürlich mit Dings. Quarzblock, komm, so. Okay, hier wieder außen 1, 2, 3, oben, unten, fertig. Dann sieht das so aus. Ne? Da sind die Türme, die haben dann so ein Kreuze drin. Und dann geht es sofort weiter. Dann können wir sofort hier oben drauf wieder einen weißen Stein bauen. Und jetzt kommt jetzt dieses mit den Stufen hin. Aber erst machen wir das komplett in weiß. Wir machen ja hier nur die Hälfte und die andere Hälfte können dann wieder bauen. So, so entlang. Zack. So, das baue ich jetzt einmal hier. Mache ich das hier zu, damit es einheitlich aussieht. So wie hier. So, okay. Und dann müssen wir einfach nur einfach nur hier bauen, ne? Das heißt, jetzt hier macht er erst die ganzen hin. Das heißt, jetzt sind das sich frei. Ganzer, ne, warte mal, hier ist ganze Stufe, ganze Stufe, ganze Stufe, ganze Stufe, ganze Stufe. Und dann machen wir hier nochmal. Den lassen, ganze Stufe, dann die Ecke, ganze Stufe und dann haben wir jetzt genau diesen Winkel. Und dann machen wir das so, dass wir jetzt hier in der Mitte einen hinmachen, da einen hinmachen, dort einen hinmachen. Dann passt das optimal. Habt ihr verstanden? Ja, ne? Das heißt, so sieht das aus. Der Winkel. Und dann haben wir hier so. Dann hast du jetzt hier vorne einen hin, da einen hin und dort einen hin. Und dann ist das Opti-Prime. Und jetzt müssen wir einfach nur das jetzt, was wir jetzt so gelassen haben, reinschlagen. Das heißt jetzt rein, den dahin, den dahin, den dahin, den dahin. Und dann die Richtung, zack, zack. Und dann diese Richtung natürlich so reinschlagen. So. Und so. Pow. So sieht das aus. So, dann müsst ihr das einfach nur dann weiterbauen. Ihr seht ja, jetzt ist das bis hier gebaut, da ist gebaut, da ist gebaut. Da müsst ihr das jetzt einfach nur so weit verbinden, wie wir es jetzt hier gemacht haben. So, jetzt gucke ich einmal noch, was ich jetzt hier noch zeigen kann, bevor wir jetzt aufhören. Ach so, jetzt haben wir das ja so gebaut. Jetzt müssen wir einmal noch hier den verlängern. Das heißt jetzt, das habe ich vergessen zu sagen, der wird jetzt so verlängert, wie hier. Und der geht dann komplett durch. Das heißt jetzt hier machen wir, warte mal, jetzt machen wir hier unten drunter auch noch einen hin, weil da kommen ja die halben wieder dahin, so zack. So, und jetzt machen wir erstmal hier wieder die ganzen hin, da einen ganzen hin, ach komm. Ganzen hin, da einen ganzen hin, da einen ganzen hin, das passt dann, seht ihr ja, zack, optimal. Ey, ich hab's drauf, ne? Ich bin ja irgendwie, glaube ich, finde ich irgendwie übermenschlich, oder? So, dann kommen die Dinger jetzt hier rein wieder, reingeschlagen, 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 fertig. Und dann machen wir hier einen Deckel drauf. Deckel habe ich jetzt, ja, könnt ihr machen, welchen, wie ihr wollt. Stein, Stein, Stein. Aber da müssen wir hier den Stein so weit hinbauen, bis das jetzt, warte mal, bis hier, ne? So, dass es einheitlich, genau, bis hier zu ist. Dann glaube ich, das sieht man dann nicht mehr so sehr, aber das ist egal. Zack. Hauptsache, das ist dann bündig. Da, genau da muss das dann bündig sein. Oder, ich habe das, glaube ich, doch tiefer gemacht. Dass man dieses so. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gebaut. Doch, ich habe das mit Dings gebaut. Jetzt habe ich es gesehen. Jetzt habe ich mit diesen Stufen habe ich das gebaut. Und das sind dann genau. Genau hier habe ich gebaut. Alles klar. So, ich habe diese Stufen genommen. Jetzt nehme ich die wieder raus. Und dann muss ich. Da, zack. So, das heißt jetzt hier genau da, wo die halbe ist. Nicht hier drauf, sondern hier unten drunter, dass man die halbe noch sieht. Hier. Und zack. Und dann ist das hier nämlich mit bündig. Mit den Dingern bündig. Dann sieht das so aus. Dann sieht er viel besser aus. Ne? Ja, dann baue ich das hier zu. Zack, zack, zack. So. Und dann haben wir das alles so weit gebaut, dass wir jetzt nur noch. Jetzt, okay, das, das, das. Das Gewurstel habt ihr ja auch mitgekriegt. Dann könnt ihr das alles so weit bauen, bis ihr das alles so gebaut habt, wie ich das jetzt gerade gezeigt habe. Dann müssen wir noch
Ich versuche jetzt noch schnell was hinzubauen. Warte mal. Das Dach kann ich nicht. Das machen wir in der nächsten Folge. Wir müssen jetzt einfach nur noch... So, jetzt sind wir hier. Zack. So, jetzt nehmen wir... Steinstufe. Machen. Hier. Eins, zwei. Und dann kommt hier eine Steinstufe nach oben. Genau, bündig. Genau. Genau, bündig. Wie... Habe ich ja noch gar nicht hier geändert, ey. Zack. Da muss das gebaut werden, noch so. In diesem Steinformat, genau. So. Hier genau bündig. Genauso hoch wie dieser Pfeiler ist. Genauso hoch müsst ihr das bauen. So, dann wird der. Ich mache jetzt von hier aus. So entlang gehen. Jetzt muss ich ja mal gucken, wie ich das hier oben gebaut habe. So, dann müssen wir jetzt den komplett hier nochmal, also wenn das jetzt hier genauso hier 1, 2, dann Pfeiler nach oben und dann genauso hoch wie dieser Pfeiler ist. Und dann müsst ihr jetzt von da aus da entlang ziehen und der muss den berühren und der berührt den, zack. Und das Ding geht dann genauso weiter, hier der geht nach da, bis in diese Höhe, zack und zack, so. Dann haben wir hier das Maß, wo wir jetzt hier diesen Turm da drauf haben. Das heißt jetzt so, zack, und hier auch, so rum. So, das habt ihr ja auch verstanden, ne? Von da aus zwei freilassen, dann hier entlang ziehen. Komplett hier durch und da weiter bis zum nächsten Pfeiler. Bam. Achso, die zwei Stück muss ich da. Eins, zwei und dann den darunter. Zack. So, und das könnt ihr dann ausbauen. So. Und hier komplett ausbauen. So rum. Zack, eine Wand ist das jetzt. So. So. Und dann komplett bis oben hin, bis hier hin. Ne? Bis hier hin. Komplett durchgebaut. So, wenn wir das auch jetzt wieder ein kleiner Schnippelschnitt und dann sind wir so weit, dass wir jetzt hier die Hälfte habe ich ausgebaut. So muss das dann aussehen. Jetzt geht es sofort weiter. Jetzt nehmen wir einmal eine Steinstufe und hier ist ja bündig und jetzt kommt das wieder weg und das wird ersetzt durch zweier Steinstufe. Eine zweier Steinstufe. So entlang. Zack. Oh, komm. So, so, so. Und dann den entlang und das kommt bis. Dann sieht das so aus. Dann müssen wir zwei weiße nehmen wir jetzt. Eins, zwei. Weiß. Zack, 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 zack. Zack. Okay. Das kann ich auch mal hier verlängern, dass wir dann so aussehen. Zwei weiße rein. So. So. Dann hier entlang. Da entlang und noch ein drauf und nochmal da lang. So, das andere baue ich gleich aus. Dann nehmen wir Steinstufe. Ach nee, ich musste nur einer sein. Steinstufe, einer. So, einer muss das sein. Nur Dreier war ja hier hinten, hier drinne. Das heißt, einer ist das. Aber das kann man noch ändern. Es ist nur noch ein Video. Ha. So, dann nehmen wir jetzt die Steinstufe. Und machen jetzt hier eine hin. Dort eine hin, da eine hin. Dann in die Richtung, da, dort, hier, da. So. Und dann hier, da, dort, da. Und dann so rum. Und dann zack in diese Richtung wieder, weil man davor guckt. So, dann haben wir das. Und dann kommt die Steinstufe da so rein. Wo wir dann wieder oben. Nur anderes System, so, zack, und dann hier, zack, zack, so, das bleibt die weißen weißen, so, 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 und dann wieder mit Steinstufe, hier wieder
die Hälfte nehmen, nicht hier zumachen, sondern hier die Hälfte. Und dann auch wieder mit Steinstufe. So, dann haben wir jetzt so weit gebaut, dass wir jetzt echt wirklich nur noch das Dach machen müssen. Und dann, ja, dann nur noch Kleinigkeiten, dann ist das Ding fertig. Fertig. So. Ja, das war es wieder von mir. Ihr habt jetzt wieder was zu bauen. Dann würde ich sagen, so sieht es ja von der einen Seite aus, von vorne. Und von dieser Seite sieht das dann so aus. Und wenn wir uns in der nächsten Folge sehen, dann, ja, dann geht es weiter mit, ja, den anderen Kleinigkeiten. Das Dach und so. Also viel Spaß und wir sehen uns wieder bei PlaySample.